Sie da? Ich bin's, Genosse Major Rütting. Heute über den parasitären Finanzkapitalismus und über Mario Draghi. Nun werden Sie sagen, was haben wir, also der reale Sozialismus, mit Mario Draghi zu tun? Mit dem ehemaligen EZB-Chef eigentlich? Nun sage ich Ihnen eine ganze Menge. Denn Mario ist Kundschafter des Friedens im parasitären Finanzkapitalismus, auch als Stasi-Agent, muss man sagen, gerufmordet. Ja? Aber das sind Kundschafter des Friedens. Und Mario Draghi ist der beste Kundschafter des Friedens, den der reale Sozialismus im parasitären Finanzkapitalismus jemals hat installieren können. Da kannst du sogar Jürgen vergessen und die ganzen da auch. Ganz, ganz vergessen. Warum? Will ich Ihnen sagen. Für uns war klar, wir müssen den Kapitalismus von innen heraus zerstören. Alles andere wird nicht funktionieren. Wie zerstöre ich den Kapitalismus von innen heraus, indem ich den Zins abschaffe? Ist doch ganz einfach. Also haben wir den Mario angesprochen und gesagt, lieber Mario, wir hätten da ein Geschäftchen für dich zum Vorschlagen. Wir helfen dich in der Position und du zeigst dich erkenntlich und wir werden dann auch danach für dich immer sorgen. Würden Sie sich eigentlich nicht wundern, wenn der Mario dann plötzlich mit Ablauf seiner Amtszeit plötzlich weg ist. Er ist nämlich bei uns. Realen Sozialismus, wir warten auf ihn. Und wir sagen einfach, Mario, du hast großartige Arbeit geleistet durch die Abschaffung des Zinses. Und das hat ein berühmter Genosse schon gewusst und angedeutet, nämlich unser Genosse Karl Marx. Und der hat da gesagt, das Kreditsystem, das seinen Mittelpunkt hat in den angeblichen Nationalbanken, also Zentralbanken, und den großen Gold-, Geldverleihern und Wucherern um sie herum, ist eine enorme Zentralisation und gibt dieser Parasitenklasse eine fabelhafte Macht. Kann man nicht anders sagen. Nicht nur die industriellen Kapitalisten periodisch zu dezimieren, sondern auch auf die gefährlichste Weise in die wirkliche Produktion einzugreifen. Und diese Bande weiß nichts von der Produktion und hat nichts mit ihr zu tun. Und genau das ist doch der Fall. Gucken Sie sich mal die Zomba-Unternehmen an. Im westlich-parasitären Finanzkapitalismus, da werden immer mehr. Und das ist die Folge von unserem Mario, der dafür gesorgt hat, dass das möglich geworden ist. Wir haben es geschafft, den Kapitalismus von innen heraus auszuhöhlen. Das ist eine Leistung, die kein anderer von unseren Kundschaftern des Friedens geschaffen hat. Und im Übrigen gilt nach wie vor auch für Sie, auf das Wort der Partei ist Verlass. Short immer, long nimmer. Mario, Kundschafter des Friedens.